Guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 8. November. Normalerweise treten wir heute nicht, aber wir haben letzte Woche ja einen Brückentag gehabt und haben hier im Büro gearbeitet und da waren Arbeitsmarktzahlen. Also ist heute ein ganz normaler Freitag. Und ihr seht schon 8:30 Uhr, wir haben die Boxen schon platziert. Das bedeutet, wir gehen Short bei 13.244, Long gehen wir bei 13.259. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke hier von 20 Zählern oben. Wir haben einen Schlusskurs gestern gehabt. Ihr seht es hier bei 71. Wir sind Short ausgeführt. Unser Gewinnziel liegt hier bei 13.238 Zähler. Guten Morgen. So, jetzt sind wir im zweiten 8:54 Uhr. Unser Gewinnziel liegt jetzt direkt beim Gap Closing bei 69. 2 Minuten und 51 Sekunden noch, bis es losgeht. Es geht los, 9 Uhr und wie immer dann auch mit unserer Glocke. So, jetzt schauen wir mal, in welche Richtung der Markt läuft. Wir sind im zweiten Trade. Die dritte Order liegt bei 13.244. 13.244 aktuell wäre die dritte Order um bei den Daily Pivot. Und unser Gewinnziel im zweiten wäre Long bei 69. Ansonsten, wenn der Markt dreht, gehen wir in die andere Größe rein. So. So, wir haben jetzt direkt auch sehen eine Vola-Box hier. Wechsel kurz nochmal. Also die Vola-Box liegt bei 13.248 und 13.233. Das wäre die Vola-Box. 13.248. Hier nochmal sagen, wir sind jetzt im dritten Trade. Unser Gewinnziel liegt bei 13.230. 8 Zähler fehlen noch. Es ist 9:10 Uhr. Wir sind jetzt im vierten Trade. Und unser vierter Trade, die Box liegt bei 74, 74. Jetzt spannend. Jetzt sollte der Markt, jetzt sind wir im fünften, auch sich entscheiden, welche Richtung er läuft. Also, wir sind jetzt bei 45, 44. Unser Gewinnziel jetzt für diesen Trade liegt bei 29 und wenn das jetzt ein bisschen schneller geht, gehen wir wie immer auf angepasst und versuchen dann The DAX ein wenig einzufangen. Ich will ja immer noch nicht die 13.000er sagen, immer. Okay, wir haben auf angepasst gedrückt. Die blaue gestrichelte Linie zeigt unser altes Gewinnziel an. Das ist auch das Tagestief für heute bei 13.228. Wie sieht es in unserem anderen Setup aus? Da haben wir keine Shortkerze, aber wir sehen auch hier die Tendenz. Ja, wir sind hier in dieser Range festgefahren. Sekunde noch und dann haben wir die volle Stunde. Wir sind nach wie vor im fünften Trade. Unser Gewinnziel liegt bei diesem Trade bei 29, also unter 30. Jetzt ist die volle Stunde. Jetzt schauen wir mal, wie sich der Kurs hier verhält. Es ist
10.10 Uhr. Wir sind short im fünften Trade. Unser Gewinnziel liegt bei 29, 34, 35 wird gehandelt. Uns fehlt jetzt nur noch ein paar Punkte. So, wir sind in Richtung Landeanflug. 33, gucken, dass wir müssen auf dem Tagestief oder neue Tagestiefs bekommen. 33 jetzt gehandelt. Okay, wir sind jetzt kurz vor unserem Gewinnziel. 32 wird gehandelt. So, noch 2 Minuten 20. So, 10.12 Uhr. Wir brauchen jetzt noch einen Schub. Jetzt gehandelt. Es ist 10.13 Uhr. Das Tagestief lag bei 28. Wir noch mal die Stundenkerzen nehmen, dann sehen wir hier eine Abwärtsbewegung. Wenn wir eine Etage höher gehen auf 4 Stunden, sehen wir eine rote Kerze. Jetzt sehen wir Stundenkerzen, 30 Minuten, 15 Minuten und wir sind auf 5 Minuten dann wieder zurück. Unser Gewinnziel, wie gesagt, liegt bei 29, 35 gehandelt aktuell. Es ist gleich 10.20 Uhr und wir sind immer noch im Trade. Wir müssen heute extra Runden drehen. 29 liegt unser Gewinnziel. Wir sind jetzt 3 Punkte entfernt. Gucken, dass wir ein bisschen mehr mitnehmen, wenn der Markt dort runter geht. Wir sollten dann aber auch den Trade nicht mehr abgeben. 18 Sekunden noch. 32 gehandelt. 08, 07. Nächste Kerze, 31 gehandelt. Und jetzt wird unsere Zielmarke touchiert. Die gestrichelte blaue Linie zeichnet unser Gewinnziel an, unser ursprüngliches Gewinnziel. 29 jetzt, 30 jetzt getradet. Jetzt wäre man plus minus 0 draußen aus dem Trade, wäre also für diesen Krimi. Nicht geeignet ist, der sollte jetzt den Kanal wechseln und seine Position schließen. Er hat dann jetzt hier die Möglichkeit bekommen. Es ist 10.25 Uhr. 33 gehandelt. Okay, also wir sehen hier, es ist 10.38 Uhr. Wir waren hier bei der gestrichelten Linie unten. Gewinnziel ist noch nicht ganz erreicht gewesen, fehlte ein halber Punkt.
Wir wären dann plus minus null rausgekommen. Ja, wir haben aber auch die Technik, denn wenn wir so lange warten, wollen wir versuchen, auch ein wenig mehr mitzunehmen, dass das Warten ein wenig belohnt wird. Und jetzt schauen wir mal, ob wir dafür belohnt worden sind oder ob der Markt da uns nochmal in die andere Richtung reinholt. Es ist 10:39 Uhr. Ein kurzes Update. Es ist 10:44 Uhr und wir sehen, der Kurs ist wieder an unserer, ja, an dem Tief hier hat er gedreht. Wenn er über dem Daily Pivot ist, also über der 52er Marke, durchaus denkbar, dass der Markt weiter steigt, dann würden wir noch den letzten Versuch machen im sechsten Trade und dann muss das Ding aber, oder dann muss der Markt durchzünden, weil dann auch das maximale Risiko hier für uns greift. Das heißt, dass wir 1,5% maximales Risiko akzeptieren werden. Jetzt im sechsten Trade. Jetzt muss der Ausbruch kommen. Wir haben jetzt das maximale Risiko von 1,5%. Maximal 1,5%. Dann schmeißt uns die Software automatisch aus diesem Trade raus. So, 55, 56, da musst jetzt durchstarten, durchziehen. Ansonsten werden wir diese Verlängerung nicht für uns entscheiden. 1,5% maximales Risiko gehen wir für diesen Trade ein. Sechsundfünfzig gehandelt. Es ist 10:11 Uhr. Update 10:11 Uhr. Vor einem jetzt schnellen Entscheidung sieht es nicht aus. Wir sehen, der Markt erwischt uns hier und wir sind hiermit just in dem Moment auch raus aus dem Trade. Trade Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechste Trade holt uns raus. Mehr Risiko geben wir hier nicht. Ja, Freitag, der 8. November. Uns hat es erwischt mal. Es kann passieren, immer wieder aus dem Nichts, dass der Markt sich da gegen uns entscheiden soll. Ja, und mit der geringen Wohler. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und wenn ihr Lust habt, am Montag.